Hi, ich bin Vincent. Ich bin Sophie. Wir betreuen zusammen mit den Aufsichten und den Sportarten die Tennisanlage an der Professor-Prillitz-Straße. Die Anlage hat normalerweise von Anfang Mai bis Mitte Oktober geöffnet. Die Öffnungszeiten sind im Internet zu finden. Es hängt natürlich vom Wetter ab, ob der Platz geöffnet ist. Das kann jeweils bei den Sportwarten abgefragt werden. Für Studierende und Bedienstete der RWTH besteht die Möglichkeit, die Tennisplätze einzeln oder als Abo zu buchen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, mit der Tenniskarte am freien Spielbetrieb teilzunehmen. Und darüber hinaus kann man Kurse für Anfänger oder Fortgeschrittene besuchen. Hier auf den Tennisplätzen darf nur mit platzgerechten Tennisschuhen gespielt werden, die am besten im Fachhandel erworben werden. Material, also Bälle und Schläger, werden nur im Rahmen der Kurse ausgegeben. Bei trockener Witterung muss der Platz ganz flächig bis an die Zäune nass gemacht werden. Entstehen beim Spielen Unebenheiten, müssen diese nach dem Ballwechsel mit den Füßen wieder glatt gestrichen werden. Bleiben nach dem Spielen noch Unebenheiten übrig an vielbespielten Zonen wie dem T-Feld oder der Grundlinie, müssen diese mit dem Scharierholz glatt gestrichen werden. Nach dem Spielen wird das Feld mit dem Schleppnetz schneckenförmig abgezogen. Zu guter Letzt werden noch die Linien gefegt. Beschädigungen oder Mängel müssen umgehend der Aufsicht oder dem Sportwart mitgeteilt werden. Die Nutzungsordnung der Tennisanlage an der Professor-Pirlitz-Straße ist unbedingt zu beachten.